Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle wieder ganz herzlich. Herzlich willkommen zu mir, eurer Kartenlegerin Simone. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt heute zu unserem Samstagsevent. Ja, und was soll ich sagen? Ich komme gerade ganz frisch vom Mondritual. Ja, jetzt war ja gerade Vollmond vor 2 Stunden. Und da habe ich natürlich wieder für uns ein wunderbares Ritual gemacht. Und da werde ich gleich frisch erzählen, wie es gewesen ist. Und es war sehr intensiv, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin ein bisschen erschöpft gerade auch. Der Tisch ist ganz staubig. Und und ich erzähle euch, wie es gewesen ist, was durchgeführt wurde von mir und der geistigen Welt und was einfach so passiert ist. Dann legen wir schön die Karten hier. Am Ende werde ich Hangdrum für euch spielen und natürlich auch mit dem wundervollen Chime hier eine Karte von Heike Bender vortragen sozusagen, also eine Kollektivenergie ziehen. Und ich schaue natürlich hier, wir legen ja die Karten für dein Gegenüber und für dich. Und es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass das eine allgemeine Legung ist, aber das trifft häufig sehr auf euch auch zu, auch wenn teilweise nur in einzelnen Karten oder Aussagen. Und vor allem lege ich auch immer für dich die Karten, sodass du weißt, was für dich in nächster Zeit wichtig sein wird und ja, was vielleicht für Blockaden in deinem Energiekörper zu finden sind und was so ansteht, ne? Vielleicht woran du arbeiten darfst. Und es ist auch immer ein Spiegel deiner Seele, also die Karten, die für deinen Gegenüber hier auf dem Tisch landen, sind auch immer ein Spiegel deiner Seele und so weiter und deiner Situation. Also das spiegelt sich alles und passt zueinander. Und genau, das werden wir hier alles heute herausfinden. Und meine Lieben, ich würde sagen, wir trinken erstmal ein Schlückchen Kaffee. Ich hoffe, ihr habt es euch sehr gemütlich gemacht. Ich sage Prost, meine Lieben. Und ja, ich bin ein bisschen von meiner Energie jetzt gerade sehr ruhig und sehr bedächtig vielleicht auch, wundert euch hier nicht, und bin immer noch sehr stark in der Verbindung mit der geistigen Welt, ne? Also da kann es manchmal sein, dass meine Energie sehr schnell nachlässt, beziehungsweise die Konzentration nachlässt, nicht die Energie, die Konzentration. Und dass ich manchmal vielleicht nicht sofort ad hoc alles raushaue, sondern dass die geben mir sehr viel, also die geistige Welt gibt mir sehr viel Input und das muss ich erstmal filtern, ja, so schnell kann ich nicht sprechen. Ja, meine Lieben, genau, also die Ankündigung für dieses Video war ja schon wieder eine Sensation, ne? Es war ja wirklich wieder, oh mein Gott, so ungefähr, die Schlange hat was vor. Das war die Essenz der Mitteilung, die ich bekommen habe, ich channele das ja immer vorher, also die Grundthematik. Die Schlange hat was vor, Manipulation ist wirklich extrem und ganz viel Ruhe muss reinkehren, also einkehren in euch und auch in eure Beziehung reinkommen, ja. Und dann ist eben wirklich die Frage, ob eure Verbindung und Liebe dem standhält. Denn die Schlange hat wohl irgendwas geplant und das könnte, ja, wir gucken einfach mal, wie das hier ausfällt. Das muss nicht bei allen gleich ausfallen, ne? Jetzt erschreckt euch nicht. Aber bei manchen, das geht ja da vor allem auch um emotionale Themen, die da dann angesprochen werden und wo es dann schwierig vielleicht werden könnte. Aber ne, wir schauen einfach mal. Also jetzt erzähle ich euch ganz schnell vom Vollmond eben. Wie gesagt, ich bin frisch aus der Trance gekommen und bin jetzt für euch da, meine Lieben. Und es ist wirklich so, dass ganz viel Stabilität wieder geflossen ist und ganz viel Ruhe auch. Das passt auch sehr gut zu der Ankündigung, ne, zu dem Video, also zu dem, was da los ist. Und wichtig war natürlich wieder die Ausrichtung auf die 5. Dimension jetzt und die Neuorientierung deiner Energien. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch gar nicht so leicht zu verstehen, wie das so passiert, denn es formt und ordnet sich tatsächlich im Innen sowie im Außen alles neu, ja, oder vieles neu und vieles wird aufgebrochen, Weltstrukturen, Weltordnungen und auch die Ordnung in dir selbst, in deiner kleinen Welt, und es ist absolut wichtig,
dich auf dich selbst auszurichten, auf deine Herzenergien, also ne, deine Liebe, die Liebe im Leben und auch auf die Erkenntnis, die hoffentlich zahlreich fließt, wollte ich schon sagen, sowie deine Entwicklung. Also richte dich wirklich auf deine Erleuchtung, Entwicklung, Erkenntnis aus und auf die Herzenergie. Das ist geschehen ganz deutlich, also in dem Ritual jetzt. Da ist ganz viel Kraft und Energie geflossen und eben wirklich diese Umstrukturierung oder Neuordnung, neue Ordnung in dir. Und aktiv kannst du daran mitarbeiten, jetzt auch noch ne, die Zeit jetzt bis zum nächsten Neumond, dass du wirklich schaust, was sich verändern darf, kann, muss, sollte. Und es ist wirklich jetzt nochmal ganz klar für die fünfte Dimension, wer zieht da mit und wer nicht. Ja? Du musst dich ausrichten auf deine Herzenergie und absolut nur darauf und dann schwingst du mit in der Energie für die fünfte Dimension und dafür darfst du dich jetzt entscheiden. Entscheide dich für das Herz, die Liebe, raus aus der Bewertung, raus aus der Dualität, rein in die Polarität, also in die auch in die Synchronizität und ja, versuche nicht zu werten, zu bewerten, weder dich noch andere und entscheide dich für die fünfte Dimension und jetzt für dieses Leben der Liebe, ja, im Auftrag der Liebe sozusagen. Das sind ja die göttlichen Energien. Und es, was auch noch aufkam, jetzt in dem Ritual eben, waren die Ahnenthemen. Ja, das war auch nochmal ganz klar zu spüren. Da sind ganz viele Verstrickungen eben, die auch, also nochmal aufgelöst wurden, die aufgelöst worden werden durften, so, das wollte ich sagen. Und vieles, was nicht gelöst wurde von deinen Ahnen, was du lösen darfst, oder du hattest dich ja, bevor du in diese Welt eingetreten bist, dazu entschieden. Und manches ist gelöst worden, manches vielleicht auch noch nicht in dir, ja. Und also von deinen, durch über deine Ahnen, beziehungsweise von deinen Ahnen. Und manches durfte aber, wie gesagt, auch abgelöst werden. Und das ist jetzt auch passiert. Das ist nochmal so abgefallen von euch teilweise. Aber manche Themen kommen da auch noch. Und naja, das sind dann Themen wie, wisst ihr ja, ne, Verlustängste, Selbstwertgefühl. Man macht dies und jenes so oder so. Oder genau das macht man nicht. Oder, ach, was weiß ich für Themen wie, also Glaubenssätze, ne, alle finanzielle Themen zum Beispiel. Ja, ne? Also das sind wirklich ganz unterschiedliche Sachen, das habe ich sehr deutlich auch wahrgenommen bei euch. Und ja, das ist geflossen, also an Energien. Und ich werde die am Ende mit der Hangdrum auch nochmal in euch verankern. Und also wenn ihr das möchtet. Und genau, da werde ich dann spielen und da könnt ihr die Energien nochmal sehr genießen. Es geht auch um die Herzöffnung, um den Schutz der Energien, um Reinigung und eben nochmal zum Vollmondritual passt das jetzt sehr gut. So, der nächste Neumond ist, schreibt es euch auf, am Sonntag, den 10. März um 10 Uhr in den Fischen. Da geht es darum, deine innere Wahrheit zu erkennen, mit dem Strom der Energien zu schwimmen, zu vertrauen und gleichzeitig auch dein inneres Licht anzuzünden, zu leuchten und andere eben auch mitzuziehen, zu inspirieren und eben auch wieder alte Strukturen aufzubrechen, ganz wichtig, die nicht mehr dienlich sind. Da wirst du auch wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen auch nochmal dran, also nochmal rangeführt, es wird dir nochmal klar vor Augen geführt, was da gemeint ist, persönlich bei dir, ja. Und du musst dich wirklich erkennen und auch dein Gegenüber und du musst dich in deinem Gegenüber erkennen. Egal, also jetzt nicht nur dein Wunschpartner, Wunschpartnerin, sondern auch alle, mit denen du zu tun hast. Ne? Genau, also es geht darum, jetzt eine klare Linie zu fahren, nicht abzulassen von deinem Bedürfnis,
und den Fokus wirklich auf die Liebe zu halten. Stelle den Kontakt mit dir selbst her. Und das wird jetzt dann in nächster Zeit sehr wichtig sein. Und da könnt ihr euch jetzt schon eintragen hier unter das Video oder eben auch über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt, per E-Mail oder über Facebook und Instagram. Und das blende ich euch jetzt da mal kurz ein. So. Und geht's weiter? Ja, genau. Und genau, da könnt ihr euch eintragen. Alle eure liebsten Haustiere, die ganze Welt, alle Menschen, die Pflanzenwelt, die gesamte Erde, die göttliche, geistige Welt, die Ahnenreihe, die Engel, ja, alle Tiere, alles, was das Herz begehrt sozusagen. Je mehr Energien ihr da liebevoll reinsendet, umso mehr Liebe wird fließen. Ja? Ach, was ich noch sehe, ich habe ja einen schlauen Zettel geschrieben, ne? Sonst könnte ich mir das nämlich alles hier nicht merken. Ich habe noch die Portaltage für den März für euch und das wird auch wieder, ich wollte fast schon sagen, also ein schwieriger Monat, weil das sind wieder 10 Portaltage aufeinander folgend. Und zwar ab Freitag, den 15. März, bis Sonntag, den 24. März einschließlich. Also, und da wird es wirklich auch zur Sache gehen. Da geht es um Selbstvertrauen, um Selbstliebe, um die Kindheitsthemen, um Ahnenthemen, um natürlich die fünfte Dimension, um den Fokus, darum den Fokus zu halten, um Strukturen aufzubrechen, deine Glaubenssätze zu transformieren. Und also es kommt halt auch darauf an, wie gut du gearbeitet hast oder wie gut das schon transformiert ist in dir. Ob dich das mehr oder weniger betrifft. Es geht dann um Erfolgsenergien, ja, weiterhin noch. Und worum noch? Was hatte ich noch? Ja, um Erkenntnis, genau. Und tatsächlich dann letztendlich auch wieder darum, die aus dem Bewertungssystem rauszugehen. Und das ist gar nicht leicht, ja. Das ist ganz schön schwer. Dich nicht zu bewerten und immer und auch nicht andere zu bewerten. Ja, also du darfst eine Meinung haben, aber wertfrei sein, das ist wirklich nicht leicht. Sieh mit den Augen der Liebe, höre mit den Augen der Liebe, sprich mit den Worten der Liebe und fühle in Liebe, sende Liebe aus. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich schwer, aber es ist wichtig. Und wir schaffen das gemeinsam, meine Lieben. So, jetzt würde ich sagen, schütze ich unseren heiligen Raum hier, damit wir hier gute Energien jetzt haben und dann schütze ich deinen heiligen Raum zu Hause und dann werde ich hier die Karten schnell vorstellen, das sind die gleichen wie immer und dann legen wir aus und genau, das mache ich jetzt, meine Lieben, ihr könnt euch entspannen, atmet dreimal Liebe ein, und den ganzen Kummer wieder aus. Schwingt mal ein bisschen mit den Energien jetzt mit. Also ich spiele jetzt das Chime. Und da kann ich schon ein bisschen was ablesen, was so bei euch energetisch im Kollektiv natürlich so los ist. Ja? Und ihr genießt es einfach und schwingt mit der Energie. Okay, los geht's. Meine Lieben, ich spüre ganz deutlich bei einigen von euch, dass da ein starkes Wurzelchakra einmal besteht, aber auch gleichzeitig, es geht um eure Stabilität einmal, sehr deutlich, also bei einigen oder bei vielen, und aber auch darum, dass ihr euch gerade vielleicht ein bisschen hin und her biegt und windet und nicht so richtig wisst, wohin mit euch oder wohin in mancherlei, auf mancher Ebene, also in verschiedensten Lebensebenen, wie jetzt zum Beispiel Beruf, Privat, Liebe, Familie, Spiritualität, ja, innere Entwicklung,
Aber es geht auch teilweise tatsächlich wirklich sehr um die Ahnen. Das habe ich sehr deutlich gespürt, um das Karma von euch auch. Und bei manchen ist sehr viel Kopfkino auch zu finden. Ja, vielleicht auch beides bei dir oder nur eins von beiden. Das habe ich auch deutlich gespürt. Da sind ja sehr viele Themen. Ah, die Tauben gurren, wie schön. Sehr viele Themen gerade, die dich beschäftigen und wo du irgendwie nicht so richtig die Lösung findest. Ne? So, wir schauen mal, vielleicht finden wir das hier raus in der Kartenlegung. Ich lege wieder mit den Lennemore-Karten Human Dreams, illustriert von Maria Bergmann. Ja? Die Wunderbare hat das selber gestaltet, ist auf Etsy zu finden, sowie auf Instagram und Facebook und so weiter. Ich habe auch alles, womit ich arbeite, unten aufgeschrieben. Vipa Diaz Emotion Oracle Cards von Jennifer Ackermann. Da steht alles drauf. Wie gesagt, ne, unter dem Video, wenn ihr da unten auf die Überschrift klickt, dann klappt sich eine Box aus und da steht alles drauf. Oder drin. Das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese im Akasha Verlag erschienen. Da. Dann von Sandra Fehrenberg, Seelenimpulskarten, Dualseelenliebe, Healing, Weckruf deiner Seele. Sie ist auch auf Instagram zu finden und. So wie alle hier, ne? Linda Giese auch, Vipa Dir auch. Instagram natürlich und ich weiß gar nicht, Etsy weiß ich nicht, aber Instagram auf jeden Fall. Und Facebook. Heike Bender, Göttinnen-Lichtbotschaften, die wundervolle Künstlerin. So, genau. Und ich würde sagen, ich mische die Karten. Und meine Lieben, das ist eine allgemeine Legung zwar, aber ihr wisst, das geht immer sehr tief. Wirklich manchmal ans Eingemachte und viele sind damit in Resonanz, manchmal auch nur mit ein, zwei, drei Karten und das ist völlig in Ordnung. Genau das sollst du dann hören. Es kann ja nicht jeder mit jeder Karte in Resonanz sein oder manchmal finden wir auch ein paar Sternzeichen raus, ne? So, aber trotzdem kann es mit dir in Resonanz schwingen, einfach weil du Dinge, wenn du jetzt hier bei mir gelandet bist, hören darfst und sollst und ja. Das wichtig ist für deine Entwicklung, für eure Entwicklung. Und versuch dich mal darauf einzulassen und ganz frei von Bewertung zu sein. Und ja, schau einfach mal, was hier so für dich auf dem Tisch landet, für dein Gegenüber. Und ich lege immer aus der Sicht, also seht es mir nach, hier sind alle Geschlechter willkommen. Es geht ja nicht um Geschlechter, es geht um Liebe und um Entwicklung. Spreche aber immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herrn liebt. So, aber alle Herren sind auch willkommen, die eine Dame lieben, alle gleichgeschlechtlichen Paare, also Mann, Mann, Frau, Frau oder divers, das ist vollkommen egal. Es geht hier um Liebe und nicht um Geschlechter, meine Lieben. Genau. Und da schaue ich gleich, was da Wunderbares hier für euch sein darf. So, jetzt habe ich die Karten schon so verkehrt rum ausgelegt, egal. Also normalerweise lege ich immer das Neunerblatt zuerst, aber macht nichts. Jetzt kommt das Neunerblatt. Und ja, melde dich gerne bei mir, wenn ich dich unterstützen darf. Vielleicht, wenn du einsam bist, ihr wisst, ich werde nicht müde dessen, es immer wieder zu sagen. Es gibt so viele einsame Herzen, einsame Seelen da draußen, die niemanden haben, mit dem sie reden können. Oder vielleicht haben sie Leute, mit denen sie reden, also mit denen du reden kannst. Ja, vielleicht hast du. Vielleicht bist du jetzt genau eine einsame Seele, vielleicht fühlst du dich angesprochen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, bitte trau dich gerne mir zu schreiben. Vielleicht hast du niemanden, ja, mit dem du sprechen kannst, weil es entweder die Leute nicht interessiert oder sie dich nicht verstehen oder sonst was. Ja, also das kann ja auch sein, dass die Leute genervt sind davon oder. Also von den Themen, die du vielleicht besprechen möchtest oder wie auch immer. So, jetzt muss ich erstmal gucken gleich, wie ich das hier gestalte. Und ja, das kann manchmal sehr einsam machen, ja. Und viele trauen sich nicht, über ihre Themen zu reden, über die Gedanken, Gefühle, weil es entweder keinen interessiert oder die Leute das nicht verstehen. Auch es kann auch, das können auch deine Freunde sein, die das nicht kapieren, nicht nachvollziehen können oder dich lächerlich machen oder sagen, ach jetzt, oder genervt sind, ne, wie auch immer. Und das kann sehr einsam machen, weil häufig ist diese Situation hier, also diese, wenn, also mit deinem Gegenüber die Partnerschaft
oder die Affäre oder wie auch immer, ja, die Liebessituation, in der du dich befindest, besteht schon länger und häufig, ja, kann es schwierig werden, dann, wenn Themen schon mehrere Jahre bestehen, dann mit Freunden, da sind nur wenige Freunde, die wirklich dann da bleiben. Ja, weil viele einfach, wie gesagt, da irgendwie nicht die Ausdauer haben, sich damit zu beschäftigen oder auch nicht die Lust, ja. Und wenn du alleine bist, wenn du traurig bist, wenn du einsam bist, niemanden hast, mit dem du reden kannst, melde dich bei mir, ja. Ich blende es jetzt da nochmal ein und dann schiebe ich hier nochmal ein bisschen die Karten ordentlich hin und hole das Bild näher ran. Und ich blende euch da nochmal meine Kontaktdaten und alles, was ich so anbiete, an. Ja, ein, meine ich. Sordele, jetzt hole ich das Bild näher heran. Ah ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und jetzt muss ich noch ein bisschen drehen. Und dann leg mal los. Meine Lieben, ich hoffe, es geht euch allen wirklich gut. Es war ja doch auch wieder ein bisschen stürmisch, ne? Die letzten Tage. Jetzt geht das wieder alles durcheinander. So. Und ja, das könnte doch ganz gut, naja, einigermaßen gut sehen. So. Und genau. Jetzt geht's los. Und wir schauen mal, was das. Ja, naja, es ist immer noch ein bisschen schief, ne? Wartet mal, ich muss mal ganz genau nochmal im Bild gucken. Ach, du liebe Zeit. So geht das ja nicht. Es muss ja schön sein für euch. So, jetzt haben wir es etwas besser. Gut, ich schaue gleich die erste Karte, also das Hauptthema eurer Verbindung oder Situation gerade. Ja, das ist die Maske. Er hat eine Maske auf. Er trägt, also, ne, eine innere Maske wahrscheinlich. Also so, dass er hat vielleicht ein Geheimnis. Er traut sich nicht, sich selbst zu zeigen. Vielleicht hat er tatsächlich eine Partnerin noch oder also eine Frau, eine Partnerin, wie auch immer, Freundin, mit der er eben stark verbunden war einst und jetzt nur noch irgendwie weltlich verbunden ist und vielleicht sind da Kinder da, weswegen er diese Situation jetzt noch weiter aushält, aber eigentlich gar nicht mehr stimmig ist für ihn. Ne? Wir schauen mal weiter. Also da ist auf jeden Fall irgendwo ein bisschen Vorsicht geboten, beziehungsweise ja, vielleicht liegt das auch darin, also da gucke ich natürlich gleich nochmal genauer, dass er schon generell jemand ist, der seine Gefühle nicht so gut zeigen kann. Das kann natürlich auch sein. Ne? Woran das nun liegt, das können ja nun viele Ursachen haben. Das kann aus der Kindheit kommen, von der Ursprungsfamilie her, ne? Dass er irgendwie nicht gut behandelt wurde oder ja, dass seine Gefühle nicht ernst genommen wurden. Das kann natürlich sein. So, jetzt gucken wir mal hier die obersten drei Karten gleich an. Ich drehe sie alle gleichzeitig um. Ui, das Karma. Ja, was habe ich denn gesagt? Ach ja, und die Lupe, guck mal. Und das Kleeblatt, also der Klee. Ja, ihr habt also eine karmische Verbindung. Das habe ich ja eben schon deutlich wahrgenommen im ja, also in dem, als ich das Chime gespielt habe. Und ja, das ist wirklich deutlich zu spüren. Ihr habt eine sehr tiefe Verbindung. Vielleicht seid ihr sogar Seelenpartner. Und da darf sich jetzt auch einiges. Meine Liebe, Entschuldigung, ich musste gerade gähnen. Es tut mir leid. Wie gesagt, meine Konzentration ist ein bisschen, lässt etwas nach. Vielleicht ist das aber auch, manchmal wirkt sich das auch körperlich aus, wenn ich hier so die Karten lege. Vielleicht ist dein Partner sehr erschöpft. Das kann auch sein. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn der so, also wenn das mit der Überschrift schon hier jetzt zutrifft,
dann ist er mit Sicherheit sehr erschöpft. Aber also genau, und die karmischen Themen erschöpfen ja auch. Hier ist ein karmisches Thema zu sehen und ihr habt jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, das zu lösen. Die nächsten Wochen oder vielleicht seid ihr auch schon dabei und da musst du wirklich ganz genau hinschauen. Da ist ja, da kommt eine, also da kommen schöne Situationen auf dich zu, beziehungsweise auf ihn oder auf euch. Und ich spüre aber trotzdem, dass ihr momentan wirklich eine Krise habt. Da ist irgendwas kriselt und wie man so schön sagt hier, du musst mit der Lupe das Glück suchen. Also ne, du musst etwas mit der Lupe suchen und da hast du gerade das Gefühl, da ist ein Rückzug bei deinem Gegenüber, weil er steckt gerade ein bisschen fest. Er steckt fest und er findet nicht, nicht den Grund, ja doch, er findet nicht den Grund, warum es ihm aktuell in seiner Situation nicht gut geht, warum er vielleicht unzufrieden ist. Na, er kennt den Grund schon, aber irgendwie sehe ich, dass er ein bisschen im Dunkeln tappt. Also er versucht irgendwas, ne, er sucht mit der Lupe, haarklein, nach Ergebnissen, nach Lösungen, aber irgendwie kommt er nicht weiter. Er steckt ein bisschen fest. Ne? Vielleicht ist er auch überfordert damit. Vielleicht versteckt er sich deshalb hinter einer Maske. Ne? Also eure Verbindung ist auf jeden Fall schon mal sehr tief und ja, na, wir gucken mal weiter. Manchmal löst sich das ja dann auch von selbst noch ein bisschen auf. Der Herzbereich, ja, da ist sehr viel Unruhe zu sehen. Er hat in der Arbeit sehr viel Stress und ja, in der Arbeit hat er sehr viel Stress und auch sehr viele Gedanken eben. An ein Treffen, also er sucht die Kommunikation zu dir. Das ist schon mal sehr deutlich. Aber er ist wirklich sehr erschöpft, er ist wirklich sehr erschöpft. Ich spüre das gerade deutlich. Und ihr seid Seelenpartner, wie schön ist das denn? Ja, aber momentan, wisst ihr, was ich auch merke? Vielleicht sucht er, vielleicht heißt die Lupe auch, dass er gerade irgendwie nach Fehlern sucht, um sich von dir zu entfernen. Aber er schafft das natürlich nicht, weil er macht sich da eher nur was vor. Also er sucht mit der Lupe nach irgendwelchen Schwierigkeiten, um sich das selbst auszureden, also eure Verbindung, weil er merkt, ihr seid Seelenpartner, ihr passt super, super, Entschuldigung, super zusammen. Aber er hat irgendwie Angst, das auszusprechen. Er hat Angst davor, das wirklich zuzugeben hier, ne? Das ist interessant, obwohl er weiß, dass ihn das glücklich macht. Vielleicht ist er auch so ein kleiner zerstörerischer Charakter, also der Dinge kaputt macht, wenn sie ihm zu nahe kommen. Das gibt's ja auch so. Jetzt gucken wir mal gleich in die Basis. Der Brief, der Kontakt, habe ich ja gesagt. Oh, die Ängste, habe ich auch gerade hier schon gesagt. Und ja, die Verlustangst, also doppelt und dreifach. Er hat Angst, sich zu melden, auf jeden Fall. Und das kann wirklich aber auch an der Manipulation der Schlange liegen, ne? Und er hat große Angst vor Verlust. Und da nehme ich an, dass da noch Kinder vielleicht mit eine Rolle spielen oder generell Familie oder finanzielle Verluste, wie jetzt zum Beispiel eben das Haus, sein Einkommen, Auto, das Auto oder was auch immer, ne? Da gibt es ja viele Sachen, die da sein können und das ist ja auch nicht zu vernachlässigen, ne? Also die Ängste, diese finanziellen Sorgen, also die
Ja, er braucht sehr viel Struktur und sehr viel Stabilität und Sicherheit, ne? Also er ist da sehr sicherheitsbedacht. Er könnte auch zum Beispiel Erde sein und dein, ja, also er könnte, dein Gegenüber könnte Erde sein und du vielleicht sogar Luft, möglicherweise, ne? Das könnte jetzt auch die Betonung im Sternzeichen sein oder gerade im aktuellen Horoskop bei euch. Also, ne, was da für Planeten jetzt gerade über dein Geburtshoroskop drüber gehen und wie sich das da gerade so, wie das miteinander kooperiert oder sich eben behindert, das kann auch sein, ne? Und bei ihm, wie gesagt, könnte es Erde sein, bei dir möglicherweise Luft, ja. Jetzt gucken wir mal direkt in eure Kopfbereiche und dann bin ich gleich gespannt, was da im Herzen bei euch ist. Ach du liebe Zeit. Jetzt guck mal hier. Du hast die 10 Stäbe gezogen und dein Gegenüber die 10 Schwerter. Na, das ist der absolute Nullpunkt gerade. Also die absolute innere Krise, die Überforderung, die schleierhaften und negativen Gedanken, Traurigkeit, aber auch gleichzeitig Sehnsucht nach Liebe und nach Anerkennung. Ach du Jemine. Ja, meine Lieben, was ist denn da bei euch los? Also auch du brauchst dringend, das habe ich doch gesagt, bei dir im Kopfbereich oder bei einigen im Kopfbereich ist da ganz schön was los. Du brauchst dringend Erholung. Ne? Das passt gut zu der Anfangsthematik, also der Überschrift. Denn diese Beeinflussung, man sieht jetzt hier zwar die Schlange jetzt nicht so, aber dass sie irgendwo präsent ist, das spürt man schon. Denn die Ängste, Verlustängste, die karmischen Themen, ne, es kann auch eine karmische Situation sein, eben auch mit der Schlange. Und dann eben die Maske, dass dein Gegenüber sich versucht, irgendwie die Augen zuzuhalten, einerseits, auf der anderen Seite möchte er vorwärts kommen und liebt dich und möchte, ja, die andere Frau vielleicht verlassen. Aber das ist schwer. Und dann noch diese Überforderung. Du liebes Lieschen, das ist ja echt, echt heftig. Jetzt habe ich gesagt, du liebes Lieschen, ne? Alle liebe Grüße an alle Lieschen da draußen. Ja, jetzt gucken wir mal in deinen Herzbereich. Und ich drehe die Karten alle mal gleichzeitig um. Ach, König der Schwerter, ja, vielleicht hat er dich gerade verletzt. Vielleicht ist da das eine oder andere Wort gefallen, könnte möglich sein. Oder du weißt gar nicht, worum es geht, also warum er sich zurückgezogen hat. Das könnte auch ein Vaterthema in dir sein. Und deswegen ist das karmische, die karmische Verbindung so stark, also jetzt auch angezeigt, ne? Zwischen deinem Gegenüber und dir. Und ich nehme hier wirklich auch sehr viel Herzschmerz wahr bezüglich einer männlichen Person, also jetzt natürlich auch deines Gegenübers, aber das kann auch dein Vater sein, der da mit gemeint ist. Und es geht offensichtlich ganz stark um die Selbstliebe. Also vielleicht ist dein Vater eine sehr unterkühlte, strenge und vielleicht sogar herrschende Person gewesen damals oder ist es immer noch. Und du fühltest dich vielleicht einfach nicht richtig wohl, nicht angenommen, vielleicht auch als Mädchen nicht richtig angenommen. Aber irgendwie hat er vielleicht deine Gefühle nicht richtig verstanden, nicht akzeptiert. Das hatte ich ja eben schon mal bei deinem Gegenüber gesagt, ne? Da kann das auch so sein, dass er in seiner Kindheit eben gemerkt hat, dass seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder dass anderen die seine Bedürfnisse egal sind oder dass er die hinten anstellen muss. Und somit suggeriert er natürlich dann, er wurde suggeriert, dass er ja nach Anerkennung sucht und immer mehr und mehr und mehr gibt, ne, oder geben muss. Oder er hat sich eben innerlich zurückgezogen, eine Maske aufgesetzt dann eben. Ne? Das kann auch sein. So, und du brauchst Selbstliebe, du brauchst das Lebensfreudegefühl, also das Gefühl der Lebensfreude,
das Glücksgefühl, du darfst dich mal wieder ein bisschen vielleicht körperlich betätigen und musst vor allem dein Herz öffnen für die schönen Dinge im Leben. Du darfst spontan sein, darfst vielleicht einen kleinen Kurztrip unternehmen oder dich mit Freunden treffen, abends weggehen, irgendwas dir Gutes tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Pflege die Beziehung zu dir selbst. Ja, das ist ja jetzt vor allem für den nächsten Neumond wichtig und jetzt für diese Phase, dass du den Kontakt zu dir selbst suchst und pflegst. Ja, und ja, jetzt Selbstliebe, das lese ich euch mal vor, das ist das A und O. Wie stehst du zu dir? Selbstliebe bedeutet nicht, alles an sich zu mögen, vielmehr alle Schattenseiten, Schwächen und Fehler an sich anzunehmen und dich zu lieben, so wie du bist. Selbstzweifel, Angst vor Ablehnung können unterbinden, dass dein Gegenüber sich dir nähern kann oder auch umgekehrt. Ja, tue dir, Körper, Geist und Seele, täglich etwas Gutes, habe ich gerade gesagt, ne? Affirmation, ich liebe, nee, jetzt nochmal ehrlich, Affirmation, ich liebe mich so, wie ich bin und erkenne meinen Wert. Ja, das ist extrem wichtig. Ja, die Angst vor Ablehnung, das hat dein Gegenüber auch. Das hast du, das spiegelt ihr euch beide sehr stark. Und ihr geht vielleicht anders damit um. Er zieht sich dann absolut zurück und du... Ja, du nimmst dir das sehr zu Herzen und suchst den Fehler bei dir. Und du denkst, du bist nicht liebenswert, ne? Und das kann auch eben mit dieser Vaterfigur zu tun haben. Ja, das ist echt traurig. Also wenn ihr schon hier ein Stück weit mit in Resonanz seid mit den Themen, dann melde dich gerne bei mir. Ich blende das da nochmal ein. Hier wäre auch eine Karma-Ablösung, eine Lösung von Fremdenergien wichtig oder eben eine Partnerrückführung oder Partnerzusammenführung, weil ihr seid Seelenpartner, ihr dürft zusammen sein, ihr gehört zueinander und das ist möglich, hier für euch energetisch da zu sein. Das mache ich natürlich auch nur, wenn, ich blende es euch da kurz mal ein und dann quatsche ich weiter. Ich mache das also nur, wenn wirklich eine Verbindung in Liebe besteht. Ja, Liebe ist die Voraussetzung. Und ich bespreche das immer mit der göttlichen geistigen Welt, hole mir sowieso auch vorab immer das Einverständnis eines jeden Wesens, einer jeden Seele und arbeite nur dann, wenn das alles stimmig ist und immer nur dann im Einklang mit dem Seelenplan, mit dem Universum. Ja, da könnt ihr ganz, ganz sicher sein, ganz beruhigt sein. Das ist wirklich eine energetisch heilende, transformierende Arbeit, ja, mit dem Universum im Einklang, mit den Seelen im Einklang und der göttlichen geistigen Welt. So, jetzt schaue ich mal dein Gegenüber an, was da so los ist bei deinem Gegenüber. Und jetzt, wo ich hier nochmal gucke, könnte es auch sein, dass du Feuer bist und dein Gegenüber Luft. Das ist auch möglich. So, ich drehe mal alle Karten um. Ach, da kommen schon die Blockaden. Guck mal hier. Ja. Hoffen, dass alles gut wird, Blockaden und 8 Stäbe. Also, dein Gegenüber fängt manchmal Dinge, und da könnte er doch Feuer sein. Habe ich gesagt, dass ihr Feuer seid? Naja, man, so, genau. Vielleicht auch eine Feuerbetonung, dein Gegenüber. So, dein Gegenüber fängt gerne mal Dinge an, ganz spontan, ad hoc, und ist Feuer und Flamme und lässt dann aber gerne auch wieder schnell davon ab, weil er irgendwie gelangweilt davon ist, weil die Konzentration vielleicht nachlässt oder er einfach gerne von Blümchen zu Blümchen hüpft, ja? So, da möchte aber jetzt, also seine Qualität ist, dass er sich schnell entwickeln kann, wenn er das will, wenn er weiß, ne? Wenn er mit der Lupe gefunden hat, wonach er sucht, dann geht das. Er hat aber wirklich sehr viele Widerstände in sich, sehr viele Blockaden, weil er immer auch denkt, also er hat ein großes Ego und er denkt tatsächlich, dass er auch nicht gut genug ist. Er hat sehr viele Defizite, ein starkes Mangelbewusstsein in sich und hat sich selbst fast schon ein bisschen aufgegeben. Ja?
Das ist nicht so gut, meine Lieben. Er braucht ganz viel Selbstliebe und ein wirklich echtes Selbstwert und Selbst, also Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und nicht das, was das Ego ihm vorgaukelt. Ich lese mal die Blockaden vor. Blockaden entstehen, wenn wir in einen inneren Widerstand, Abwehr und Kampf gehen. Ja, das ist, das müsst ihr verstehen. Ne? Auch eine Blockadenlösung funktioniert nur, wenn du die Dinge wirklich dann annimmst. Also ich kann die Blockaden energetisch lösen, das ist kein Problem. Aber also bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schnell. Das kommt auch darauf an, was für Blockaden das sind, wie die entstanden sind und so weiter und so fort. Und da gibt es viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber wenn du dich selbst, wenn du das selbst nicht verstehst, nicht annimmst, nicht akzeptierst, dann kann das schwierig werden. Ja, so. Der Kampf gegen dich selbst ist das nämlich. Die Energie blockiert. Dein Kopf, Verstand und Herzgefühl liefern sich Kämpfe. Ja. Trete in einen inneren Dialog mit deinem inneren Saboteur und gehe vollkommen anders an Dinge heran als bisher. Löse dich aus Gewohnheiten. Ja, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, was jetzt zum Vollmond jetzt kam heute, ne? Und auch die nächsten 4 Wochen sehr, sehr, sehr wichtig wird. Und nicht nur die nächsten 4 Wochen, das ganze Jahr über wird das wichtig. Löse dich aus Gewohnheiten, aus alten Dingen, die dir nicht mehr dienlich sind, die nicht mehr der Liebe dienen, die dir nicht dienen und deiner Entwicklung und so weiter. Ja? Stelle dich deiner Angst, deinen Zweifeln und überwinde so deinen Widerstand. Affirmation, ich werde jeden Tag freier und freier. Ja. So, und jetzt kommt hier diese traurige Karte. Hoffen, dass alles gut wird. Sich zentrieren, innehalten, von den Einflüssen zurückziehen, müde vom Leben sein, stressige Tage, ja. Und das ist es nämlich, sich von den Einflüssen zurückziehen. Das ist die Manipulation von außen. Da kann es wirklich sein, dass die Schlange jetzt, also die Schlangenenergie, die entweder die Frau, die Partnerin, Partner oder auch Kinder, das kann auch sein, oder die, also die Familie, ja, oder eben die Eltern, die Ursprungsfamilie, das kann auch möglich sein. Es muss nämlich immer die Ehefrau oder der Ehemann sein. Es können auch die Familienmitglieder sein oder Freunde. Da ist eine negative Energie, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass ihr euch gerade so fühlt, wie ihr euch fühlt. Überfordert, hier, überfordert, völlig ausgelaugt, energetisch am Boden, traurig, zermürbt und hoffnungslos. Ja, das ist diese Energie, die wo es hieß, oh je, die Schlange hat was vor und legt euch Steine in den Weg. Ihr braucht da wirklich, und das ist jetzt, wenn ihr das überstanden habt, wenn ihr das aushalten könnt, dann hält eure Liebe alles stand. Das ist jetzt wirklich eine schwierige, schwierige Phase, die nicht unkritisch ist. Das ist sehr brenzlig. Ich sehe das hier. Das, und also gerade weil es euch ja auch so stark ja, fast niederschmettert, will ich fast sagen, also energetisch, ne? Euch so auspowert, da müsst ihr wirklich aufpassen. Erhole dich gut, erholt euch gut, gebt euch ganz viel Stärke gegenseitig, obwohl ich glaube, dass es schwierig ist, weil eure Kommunikation ist gerade etwas eingeschränkt. Und da möchte ich dir nochmal ans Herz legen, wirklich energetisch von mir arbeiten zu lassen, denn eure Liebe ist es wert, geschützt und aufrechtgehalten zu werden, geschützt zu werden und daran festzuhalten, Harmonie wieder fließen zu lassen. Ihr gehört zueinander und ihr dürft miteinander sein und glaube daran, verliere nicht die Hoffnung, glaube daran, glaube an eine positive Wende, beziehungsweise auch daran, dass ihr euch beide entwickeln könnt miteinander. Aber dafür müsst ihr auch wirklich ein bisschen was tun. Blockaden lösen, Dinge akzeptieren, ein bisschen deine Dingsbums hier, wie heißt es denn? Deine Vaterthemen lösen, seine Vaterthemen, ja, Ängste zurücknehmen, das Ego ein bisschen zurückschrauben und wirklich auf Augenhöhe von Herz zu Herz kommunizieren. Das wäre wichtig für euch. So, jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Und dann könnt ihr das überhaupt noch sehen, ja, ne? Sonst mache ich nämlich nochmal das Licht an, weil die Sonne ist irgendwie jetzt nicht mehr so.
hatte das Licht nämlich hier gar nicht jetzt so großartig angemacht, weil es ging eben noch von der Helligkeit. So, du hast die vier Schwerter und dein Gegenüber hat die fünf Stäbe. Ich mache mal kurz das Licht nochmal an, ne? Wartet mal kurz, meine Liebe. So. So haben wir es doch auch ganz schön, ne? Genau. Also, du bist gerade ja sehr erschöpft im Rückzug und du brauchst wirklich Ruhe. Du brauchst Ruhe. Punkt. Ja, sonst fliegt dir das ganze, die ganze Chose um die Ohren. Ehrlich. Das ist nicht witzig und da bin ich jetzt auch mal streng und sage, du brauchst Ruhe. Ganz viel Entspannung, Ausgleich. Vielleicht auch energetische Unterstützung, wenn du magst. Auch wenn du das selber kannst oder eine Freundin, ein Freund oder die oder der, also HeilerInnen, EnergetikerInnen eurer Wahl. Ja, ganz wichtig. Such dir so viel Unterstützung wie möglich. Ja, gerne auch medizinisch, psychologisch, ne? Auch alles wunderbar. Suche dir Unterstützung. Du solltest damit nicht allein sein mit der Situation, mit deinen Gefühlen da, die du eben empfindest und deinen Gedanken, die du hast. Such dir Hilfe. Egal, ob es eine Freundin ist, ein Freund oder wer auch immer, ja, suche dir Unterstützung. Und so viel Unterstützung wie möglich. Du darfst um Unterstützung bitten. Wirklich. Gib auch so viel wie möglich ab, ja, wenn du kannst, auch den Engeln zum Beispiel. Das ist auch wichtig. Also sonst, das sie ist wirklich, du musst dir keine Sorgen machen, aber ich rate dir, oder die Karten und die göttliche geistige Welt sagt dir eigentlich, bitte achte gut auf dich. Das ist das A und O. So, dein Gegenüber ist gerade wirklich im Kampfmodus. Er kämpft, er ja, schlägt sich so durch die Welt und findet auch irgendwie seinen Platz nicht so richtig. Ne? Er ist zwar im Austausch mit einigen Leuten, aber nicht über sich und euch oder seine Probleme, aber er lenkt sich auch schon viel ab. Das ist auch deutlich zu sehen. Ne? Er lenkt sich viel ab und ja, ist im Dauerstress, ne, irgendwie. Er ist permanent angespannt. Er ist ja auch kein Wunder, ne, wenn dauernd irgendwie die Schlangenenergie auf ihn einwirkt, also die manipulierenden Einflüsse auf ihn einwirken, dann kann er sich natürlich auch nicht erholen, auch nicht selber denken und dann findet er auch keinen Weg dadurch, ist ja auch klar, ne? Wie auch. Ach, meine Lieben, das ist ja eine heftige Legung. Und ja, gar nicht so schön. Ich meine, ihr seid Seelenpartner, ihr liebt euch, aber es geht euch nicht gut damit. Und da möchte ich euch wirklich meine energetische Unterstützung nochmal ans Herz legen. Wenn du möchtest, dass ich euch von den Blockaden befreie, energetisch, wenn ich euch energetisch schütze, eure Herzen wieder verbinde und ja, auch die Manipulation löse, beziehungsweise da wirklich Schutz fließen lasse, meldet euch bei mir. Melde dich bei mir, ich blende es da ein, dann räume ich den Tisch auf und dann ziehe ich eine wunderbare Karte von Heike Bender. Ich freue mich. So, jetzt seht ihr es und genau. Ich räume die Karten weg. Meine Lieben, ja, das sind schwierige Zeiten momentan, ne? Das ist alles nicht zu unterschätzen, wie gesagt. Die Energien bleiben auch das ganze Jahr über wirklich aufsteigend. Es passiert ja auch gerade sehr viel, ne? Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Energetisch ist gerade extrem viel los. Und ja, das bleibt natürlich auch erstmal so. Und da muss man, der goldene Taler hier. Da muss man mit der Energie muss man mitgehen und auch wirklich was tun und arbeiten an sich. Und hier finde ich noch, hier habe ich noch die Karte. Guck mal, von letztem Mal. Finde Ruhe war die letzte. Ja.
Ach, so eine wundervolle Karte. Ja, finde Ruhe. Das würde mich nicht wundern, wenn die heute wiederkommt. Wie gesagt, die Energien sind wirklich extrem, die bleiben extrem. Auch jetzt die Portaltage werden extrem. Arbeitet gut an euch, gönnt euch Ruhe, schwimmt mit den Energien, seid im Fluss und pflege den Kontakt zu dir selbst. Ja, wie gesagt, ich bin gerne energetisch für euch da, wenn ihr mich lasst, wenn ich darf, wenn ihr es wünscht. Ne? Schreibt mir einfach, erzählt mir eure Situation. Und ich bin für euch da, soweit es mir möglich ist. Ne? So, jetzt schauen wir mal, welche Karten, wollte ich schon sagen, welche Energien wollte ich eigentlich ursprünglich sagen, für uns da sind, die uns in der nächsten Woche begleiten. Und ich werde jetzt für das Kollektiv. Ja, ui, ihr macht ja sehr gut mit. Die Botschaft ziehen hier. Diese ist es. Ich habe sie, meine Lieben. So. Hier ist so ein schönes Kleeblatt. So. Jetzt würde ich sagen, drehe ich sie ganz schnell um. Ich bin so gespannt. Und los geht's. Hui. Ah ja, oh, das ist ja schön. Sie hat man noch nie, die Karte. Ein Wunder bist du. Ja, das bist du wahrhaftig. Wahrlich, wahrlich ein Wunder. Ja, wunderschön. Ach, das ist ja traumhaft. Das ist ja wunderbar, meine Lieben. Die hat man, glaube ich, noch nie, ne, die Karte. So, jetzt baue ich hier ein bisschen das Ambiente so ein bisschen schön hier. Mache ich schön für euch. Und dann, ihr könnt euch gerne schon mal entspannen, meine Süßen. Legen wir los. Ja, das sieht doch super aus. Jetzt suche ich die Botschaft raus. Ein Wunder bist du und werde das Klangspiel begleitend dazu erklingen lassen. Ein Wunder bist du. Du bist ein wahres Wunder der Natur. Du bist göttlich und schön. Erinnere dich. Wie wertvoll du bist. Schau dir deine Einzigartigkeit an. Sei ohne Bewertungen. Trau dich einfach mal etwas Aufregendes zu tun.
Sich wundern heißt auch Offenheit und Glückseligkeit. Frei von Angst und Erwartungen zu sein. Sich wundern bedeutet reine Wahrnehmung dessen, was ist, und aufrichtige Erfahrung darin sammeln zu wollen. Wundere dich, staune, bestaune und sei mutig. Auf ins Leben. Das Leben wartet auf dich. Lieben, ja, du bist ein Wunder. Sei ohne Bewertung und öffne dich. Nimm wahr, was ist, und sei mutig dem Leben gegenüber. Tue dir Gutes, das ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder, jeden Tag, von morgens bis abends, achte auf deine Bedürfnisse. Freue dich des Lebens. Nimm auch die kleinen Dinge wahr. Ja? So auch wie in dem Kartenbild. Das mit der Lupe könnte auch geheißen haben, die kleinen Dinge zu schätzen wissen. Und das ist etwas Wichtiges. Etwas ganz Wichtiges sogar. Sei mutig und ja, achte gut auf dich selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ach, meine Lieben, ich habe euch so lieb. Ich gebe euch mal ein Küsschen nochmal. Und ich gehe jetzt zu meiner Hangdrum, nehme euch mit und werde spielen. Und ja, genießt es. Lasst die Energien in euch hineinfließen, um euch herum, durch euch hindurch. Und schwingt mit, seid einfach dabei, und ich werde euer Herz öffnen energetisch und schützen natürlich auch, und werde die Energien des Vollmondes nochmal in euch ebenso fließen lassen und verankern, wenn du möchtest. Und ja, entscheide dich dafür, sage ja, und ja, ich nehme euch jetzt mit und am Ende verabschiede ich mich dann nochmal, ja, und tragt euch gerne noch ein fürs kommende Neumondritual. Mit den Vollmondenergien arbeite ich auch noch. Falls du da nicht dabei gewesen bist, kannst du dich auch noch mal eintragen. Und melde dich bei mir, wenn ich was für dich tun darf, ja? Okay, los geht's. So, ich bin bei meiner Hangdrum angekommen und werde jetzt spielen. Meine Lieben, genießt es. Thank you.
Ui, meine Lieben, wieder eine sehr kraftvolle, stärkende Energie, die sehr viele Bereiche abgedeckt hat. Das habt ihr bestimmt gemerkt in der Harmonieabfolge oder in dem Wechsel der Stimmung. Und das war sehr schön. Es ging wirklich von oben nach unten, von unten nach oben. Und also im Energiekörper energetisch. Und das war wirklich sehr schön, hat sehr viel Klarheit gebracht, sehr viel Struktur, Schutz natürlich und Herzöffnung und hat vieles auch von innen nach außen und von außen nach innen gebracht. Das war sehr interessant. Ja, auch eine sehr, sehr kraftvolle, magische Energie. Und ja, wir sind schon wieder fast am Ende angelangt jetzt, meine Lieben. So schnell geht das immer rum. Und ich danke euch von Herzen wirklich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich habe euch ein wenig unterstützen können. Seht es mir nach, weil, dass ich heute ein bisschen langsamer bin mit meinem Sprechturnus sozusagen, also ne, der Schnelligkeit. Und das Ritual war, wie gesagt, auch sehr lange und anstrengend, aber wundervoll. Und ja, meine Lieben, meldet euch, wenn ich etwas für euch tun kann. Tragt euch gerne jetzt für das letzte Vollmond-Ritual, aber für das kommende Neumond-Ritual auch ein. Und meldet euch gerne, wenn ich was für euch tun darf. Kommt gut durch die nächste Woche. Denkt daran, du bist ein Wunder dieser Erde, dieser Welt. Kümmere dich gut um dich. Ja, sorge gut für dich. Gönne dir Ruhe. Lasse dich nicht von der Schlange aus dem Konzept bringen oder von den manipulierenden Energien, von wem auch immer. Melde dich, wenn ich mit einer intensiven Reinigung, Blockadenlösung, Ahnenthemenlösung, Karma-Ablösung, Partnerrückführung, Partnerzusammenführung oder überhaupt Blockadenlösung, Aura-Reinigung, Chakra-Ausgleich für dich und dein Gegenüber arbeiten darf. Melde dich gerne, wirklich. Ich bin gerne für dich da. Soweit es mir natürlich möglich ist mit meinen Fähigkeiten und ja, aber dafür musst du dich bei mir melden, ja, gerne per E-Mail über Facebook und Instagram oder über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt. Ach, meine Lieben, ich habe euch sehr lieb, kommt gut durch die nächste Woche, meldet euch gerne bei mir und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi, meine Lieben, hab euch sehr lieb. Tschüssi, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi.